Von Afrika, unserem Ursprung, ins Hier und Jetzt. Die aktuelle Ausstellung der Gmundner Galerie Zehnerhaus entführt uns tief in den schwarzen Kontinent. Fauna und Flora Afrikas hat die Gmundner Malerin Monika Kirchmeier grandios in Szene gesetzt. Für ihre bis ins kleinste Detail getreuen Bilder hat sich die Künstlerin auf die Spuren von Geparde, Löwen, Zebras, Giraffen, Antilopen und Elefanten begeben. Aber auch Masais, Turex und Sumerfrauen sind ihr begegnet. Und es ist so schön, wenn man dann auch erfährt, was jetzt mit den Tieren oder mit den Menschen, wie die leben und was da der Hintergrund ist. Und das ist eigentlich die Motivation, das dann in Bilder umzusetzen. Und es ist wunderschön, wenn man dann sozusagen das, was man zuerst im Kopf hat, auf die Leinwand band. Und ich male ja nur in Acryl. Und ist wunderschön, wenn es dann fertig ist und man ein lebendes Tier sozusagen auf der Leinwand hat. Da Monika Kirchmeier die Tiere sehr wichtig sind, spendet sie den größten Teil der Erlöse von bestimmt 100 Bildern an verschiedene Tiervereine. Eine andere Welt ist das Gewölbe der Galerie Zehnerhaus. Hier kommen die Exponate Alois Hellenbergers bestens zur Geltung. Herr Alois Hellenberger ist sowohl auch praktisch veranlagt und er ist auch ein sehr spirituell Suchender. Also das ist für ihn, ich habe sogar mit ihm schon viele Seminare gemacht, also ein ganz besonderer Mensch, sehr liebevoll und ihm ist wichtig, das auch weiter zu transportieren. Also er zeigt es in seinen Werken, in seinen Aussagen. Er hat einen großen Bekanntenkreis, das hat man gesehen bei der Vernissage. Also es kommen sehr, sehr viele Leute, die ihn wirklich mögen. Er ist einfach ein liebenswerter Mensch. Kein alltäglicher Künstler, denn in der Schönheit seines Schaffens verbirgt sich eine Botschaft. Und zwar eine sehr wichtige Aussage, im Hier und Jetzt zu sein. Nur im Hier und Jetzt können wir die Welt und uns selber verändern. Und dann gibt es im Hintergrund diese Metallkugeln, das heißt Evolution, das ist die menschliche Entwicklung. Egolution ist unsere aufgeblasene Welt, wo es nur ums Geld, um Macht, um Gier geht und soll hinführen zur Transformation. Transformation stellt damit einen Herz dar und das heißt, bitte habt mehr Herz. Also wirklich eine Schau, die sehenswert ist, die vom Künstlerischen und von den Aussagen, die Sie hier finden, also was einfach Besonderes ist. Unikatschmuck aus Neusilber kombiniert mit ungewöhnlichen Perlenformen, Holz oder Horn, das ist der Schmuck von Sonja Manikgatterer. Ihr Werkstoff inspiriert die Künstlerin immer wieder neu zu ungewöhnlichen Schmuckkreationen. Und das sind oft Stücke, die jemand zu Hause hat. Also es kann sein, ein Stück Holz aus dem Garten oder ein Drum aus dem Elternhaus, weil irgendwas ausgetauscht werden musste. Und das wird dann von mir in ein Schmuckstück oder auch vielleicht in einen Schlüsselanhänger verarbeitet. Und es besteht dann ein besonderer Bezug zwischen dem Schmuckstück und dem Träger dann des Schmuckstücks. Also es ist nicht nur optisch ansprechend, sondern es hängt einfach wirklich eine persönliche Erinnerung oder wirklich ganz was Persönliches dran. Die mehrmals im Jahr wechselnden Ausstellungen kann man übrigens bei freiem Eintritt in der Galerie Zehnerhaus begutachten. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mittlerweile schon eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Wir bieten Künstlern eine Plattform, sich zu präsentieren. Das sind oft Künstler, die zu Hause im stillen Kämmerlein arbeiten und wo ich finde, dass die Stücke es wirklich verdienen, betrachtet zu werden. Also, dass man da wirklich in ein öffentliches Gebäude kommt und sagt, ja, das möchte ich mir anschauen. Ja, das möchte ich mir anschauen, gilt für Von Afrika, unserem Ursprung, ins Hier und Jetzt, übrigens bis 23. Oktober. Entdecken Sie Ihre wilde Seite.